Aschkai hat 4 Schachteln Schokotrüffel mit zur Party gebracht. In jeder Schachtel waren 6 Schokotrüffel. Jeder Gast auf der Party hat genau 3 Schokotrüffel gegessen und es sind keine übrig geblieben. Wie viele Gäste waren auf der Party? Okay, das ist eine sehr gute Frage. Also wir wollen rausfinden, dass hier unten, wie viele Gäste waren auf der Party. Und damit es ein bisschen leichter wird, sich jetzt darüber zu unterhalten, vergebe ich einfach für diese Zahl, die wir hier suchen, also für die Anzahl der Gäste, einfach mal einen Buchstaben. Und ja, G liegt nahe eigentlich für Gäste. Also sage ich jetzt einfach, dass G ist das gleiche wie die Anzahl der Gäste, die auf dieser Party waren. Anzahl Gäste. Okay, und dann versuche ich jetzt mal, diese Aufgabe hier zu lösen. Also, was weiß ich denn? Ich würde sagen, ich versuche erstmal herauszufinden, wie viele Trüffel waren denn überhaupt insgesamt auf der Party. Und hier steht, Aschkai hat 4 Schachteln mitgebracht. 4 Schachteln. Und in jeder Schachtel waren 6 Trüffel drin. 6 Trüffel. Das heißt, wenn ich jetzt 4 mit 6 mal nehme, also multipliziere, 4 mal 6, dann ist das die Gesamtanzahl der Trüffel, die auf der Party waren. Also ich schreibe das am besten auch nochmal hin. Zack. Das hier ist die Anzahl der Trüffel insgesamt. Okay. So, aber wir haben noch eine Zusatzinformation bekommen. Und zwar wissen wir ja auch, dass jeder Gast auf der Party 3 Schokotrüffel gegessen hat. Und die Anzahl, und es ist ja keiner übrig geblieben, das heißt, die Anzahl der Schokotrüffel, die jeder Gast gegessen hat, mal die Anzahl der Gäste, müsste ja auch die Anzahl der Trüffel sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüben rechne, 3 mal die Anzahl der Gäste, also dafür habe ich ja den Buchstaben hier G vergeben, 3 mal G, das müsste ja auch die Anzahl der Trüffel insgesamt ergeben. Also auch hier schreibe ich das nochmal hin. Das hier sollte auch die Anzahl der Trüffel insgesamt sein. Anzahl Trüffel insgesamt. Also, wenn die beiden gleich sind, dann mache ich da jetzt einfach mal ein Ist-Gleichzeichen dazwischen. Und das würde uns jetzt mit Sicherheit helfen, die Aufgabe zu lösen. Was ich jetzt nämlich mache, ist, ich löse erstmal die linke Seite und dann gucke ich, ob mir das weiterhilft, um dann irgendwie herauszufinden, wie viele Gäste denn auf der Party waren. Also, was ist denn 4 mal 6 oder 6 mal 4? Ich rechne einfach mal 6 mal 4. Also, ich gehe einfach die Vielfachen von 6 wieder durch. 6 mal 1 ist 6, 6 mal 2 ist 12, 6 mal 3 ist 18 und 6 mal 4 ist 24. Sehr gut. Das schreibe ich jetzt mal in diesem Hellblau hin, weil ich weiß ja jetzt, das hier ist die Anzahl der Trüffel, die insgesamt auf der Party waren. Also, ich weiß, dass 24 ist das gleiche wie, jetzt nehme ich einfach die rechte Seite hier wieder hier unten hin, also die Anzahl der Trüffel, die jeder Gast gegessen hat, mal die Anzahl der Gäste. Mal die Anzahl der Gäste und dafür habe ich den Buchstaben G gewählt. Okay, jetzt heißt es also nur noch herauszufinden, wie viel ist dann, oder was ist denn, was muss G sein, damit diese Gleichung hier unten stimmt. Also hier steht 24 ist das gleiche wie 3 mal irgendwas. Und dieses irgendwas wollen wir jetzt rausfinden. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist zu sagen, okay, wenn 24 gleich 3 mal g ist, dann muss 24 aufgeteilt in jeweils Gruppen mit 3 Trüffeln drin, also 24 durch 3, muss dann die Anzahl der Gäste ergeben. Muss also das gleiche sein wie g. Und das mache ich jetzt einfach mal. Also ich habe hier mal ein paar Trüffel vorbereitet. Und da ist der erste Schachtel mit Trüffeln. Da hört es aber noch nicht auf. Hier ist die zweite Schachtel mit Trüffeln. Also hier sind ja 4 Schachteln stand hier oben, brauchen wir. Und in jeder sind 6 Trüffel drin. Also brauche ich noch 2. Das ist die dritte Schachtel mit Trüffeln. Und einer fehlt noch. Da ist die vierte Schachtel mit Trüffeln. Okay, und jetzt teile ich einfach, wie ich hier unten geschrieben habe, teile ich die einfach in Gruppen von jeweils 3 Trüffeln auf. Also, gucke ich mal, das hier ist eine Gruppe. Und
Hier ist eine zweite Gruppe. Und hier ist eine dritte Gruppe. Eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine siebente und eine achte Gruppe. Den male ich mal nochmal nach. Okay, also habe ich, wenn ich 24 in Gruppen aufteile, die jeweils drei Trüffel drin haben, dann komme ich auf 8 Gruppen. Also weiß ich, lass mich mal den Stift nochmal wechseln, also weiß ich, dass G das gleiche ist wie 8. Oder, was ich auch machen kann, ich kann auch die Gleichung hier oben wieder versuchen zu lösen, indem ich mir die Vielfachen von 3 angucke. Also wenn ich mal schaue, 3 mal 1 ist 3, 3 mal 2 ist 6, 3 mal 3 ist 9, 12, 15, 18, 21, 24. Okay, das sind alles Vielfache von 3. Jetzt gucke ich mal, welches Vielfache ist denn 24 gewesen. Das war das erste, das zweite, das dritte, das vierte, fünfte, sechste, siebte, achte. Also wenn ich das so umrechne, komme ich auch auf 8. Das heißt, wir wissen jetzt, dass auf dieser Party müssen 8 Gäste gewesen sein und jeder der Gäste hat 3 leckere Schokotrüffel gegessen.